Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Als erstes nochmal frohes Neues alle zusammen da draußen. Aber noch viel wichtiger, ich habe für mich ein neues Hobby entdeckt, und zwar Mountainbike fahren. So, hier hinter mir seht ihr das gute Stück, und das habe ich tatsächlich hier einfach von meinem Vormieter übernommen. Und vielen Dank nochmal an dich, Robert. Der hat es mir für 50 € überlassen. Das war mega, mega korrekt. Leute, das könnte dem vielleicht tatsächlich auch mal das ein oder andere Video auf diesem Kanal geben. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video! Hey Leute, ein Jahr ist wieder vorbei. Ich will eigentlich gar nicht so viel erzählen, sondern euch einfach nur mit auf diese kleine Reise durch 2022 nehmen. Und ein paar Dinge möchte ich euch dennoch sagen. Und hauptsächlich handelt es sich darum, einfach nur Danke zu sagen. Das Jahr ist so wie jedes Jahr gewesen, auf und ab. Und die letzten Jahre, sind wir mal ehrlich, folgte eine Krise nach der anderen. Und ich bin super happy gewesen und dankbar, vor allen Dingen ein Hobby zu haben, was mich von all dem halt abschalten lässt. Und das Ganze auch noch mit einer richtig geilen Community zu teilen, nämlich mit euch, und dadurch auch noch super coole Leute kennenzulernen, die ich mittlerweile zu meinen engsten Freunden zähle, ist einfach genial gewesen. Seitdem ich das Mountainbike angefangen habe, hat sich ziemlich viel verändert. Natürlich auch durch äußere Umstände und dass die Welt sich einfach verändert, aber auch ich habe mich viel verändert. Ich bin allgemein, habe ich das Gefühl, ein bisschen lebensfroherer Mensch geworden. Ich war lange Zeit immer in dieser Fitnessbubble gefangen, und das ist eine Sache, die ist, ja, da ist man irgendwie ständig unzufrieden mit sich selber, weil man immer besser werden will, und beim Mountainbiken geht es mir gar nicht darum, immer besser zu werden und irgendwie der krasseste Fahrer zu sein oder so. Es mag sein, dass es einigen darum geht, was auch gut ist, weil es ist ja auch irgendwo ein Wettkampfsport. Allerdings mir geht es einfach darum, Spaß zu haben, und das habe ich definitiv. Ich möchte einfach ein paar Leuten jetzt Danke sagen. Ja, einerseits als allererstes euch, die Community, die mich so dabei unterstützt, bei dem, was ich hier gerade mache, und ja, dass dieses Ziel erreicht wurde, tatsächlich 10.000 Abonnenten zu knacken, das ist auch eine ziemlich coole Sache, und ich habe Lust auf mehr. Punkt Nummer 2, danke auf jeden Fall an meine Freundin, die Michi, die diesen ganzen Mountainbike-Wahnsinn mitmacht. Natürlich fährt sie auch selber Mountainbike, aber dieses Videos drehen und so, das ist ja auch jetzt nicht so was, was man mal so eben auf die leichte Schulter nehmen darf. Und da gehört auf jeden Fall auch ja, eine Menge Verständnis zu, und dafür bin ich dankbar, dass ich das halt alles so machen kann, wie ich will. Und dass sie halt auch irgendwie akzeptiert, wenn ich an Weihnachten noch kurz bevor es losgeht irgendwie und man sieht sich eh schon nicht an Heiligabend, dass ich dann noch in den Wald fahre, eine Runde Mountainbike fahren. Dafür auch ein großes Dankeschön. Ja, und zu guter Letzt, ich finde, das größte Dankeschön auf diesem Kanal gebührt einfach dem Thomas. Also der Thomas hat mich sozusagen, hat mich einfach am krassesten geprägt, ne? Also er hat mir eigentlich alles beigebracht, was ich bis jetzt heute weiß, abgesehen von den Erfahrungen, die ich dann selber gesammelt habe. Er hat mich in allen Sachen, egal was, einfach krass unterstützt. Also ich bin da ultra dankbar für, und ich bin immer noch mir was am Überlegen, was ich als Dankeschön mir habe einfallen lassen. Und ich habe da auch schon die eine oder andere Idee. Da dürft ihr euch und der Thomas sich überraschen lassen. Ich weiß nicht, ob das umsetzbar ist, aber wir gucken mal, ob das Ganze klappt. Aber Thomas, wenn du das Video hier schaust, ich bin dir krass dankbar für das, alles, was du für mich getan hast, dieses Jahr oder die letzten 2 Jahre. Nicht nur die ganzen Videos, die du mit mir drehst, sondern auch das, was du mir halt beigebracht hast und so. Und ich bin ja super durch die letzten 2 Saisons gekommen damit. Und ich glaube, ihr konntet alle mitsehen, wie so mein Progress war, weil ich ja von vorne bis hinten alles dokumentiert habe. Also ein ganz, ganz krasses Dankeschön an den Thomas. Einfach ein toller Mensch. Mega dankbar dafür, dass ich dich kennengelernt habe, dass du auch in meinem Leben bist. Und ja, auch mega dankbar für alle anderen Menschen natürlich, die ich übers Mountainbiken kennengelernt habe. Und ich hoffe, ich darf noch viele, viele andere coole Connections und Kontakte aufbauen. Auch durch die Fahrtechnikkurse, die ich dann selber gegeben habe im letzten Jahr, habe ich einfach super viel selber nochmal gelernt, aber auch geile Menschen kennengelernt, mit denen, wie zum Beispiel der Chris und der Finn, die wir dann zufällig auch in Saalbach und in Sölden getroffen haben. Der George, mit dem ich auch jetzt immer noch Kontakt habe. Einfach viele coole Menschen. Ich freue mich auf die nächste Saison. Da wird es auch ein paar Neuerungen geben. Ich werde da ein bisschen das Konzept überarbeiten. Und dazu wird es auch nochmal ein einzelnes Video geben. Aber darüber möchte ich heute gar nicht sprechen, sondern ich wollte euch einfach nur mal Danke sagen für alles. Auch wenn der Kanal jetzt noch nicht ultra krass groß ist und nicht irgendwie so ein Kanal, wo man sagen kann, so, ich mache jetzt ein krass riesengroßes Gewinnspiel, weil dafür reicht einfach das Geld leider nicht. Aber nichtsdestotrotz möchte ich einfach euch Danke sagen. Kleines Gewinnspiel gibt es ja auch noch, ne? Könnt ihr auch immer noch teilnehmen. Im Januar wird das Ganze dann ausgelost, wer das richtige Bike geraten hat, und dann wird unter den Gewinnern werden die Sachen ausgelost, und dann gibt es so ein paar kleine Goodies, über die ihr euch vielleicht freut oder vielleicht auch weiter verschenken wollt. Keine Ahnung. Aber egal. Danke an euch alle, und es gibt natürlich noch ein Video jetzt am Ende. Ne? Das war jetzt nur das kleine Intro, dann die kurze Danksagung, und jetzt geht es aber erst richtig los mit dem Jahresrückblick. Ich habe meine Lieblings-Highlights zusammengeschnitten und die bekommt ihr jetzt zu sehen. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich auf die nächste Saison mit euch allen. Das wird eine geile Zeit, und ja, wir lassen uns alle nicht unterkriegen, egal was von außen passiert, an Krise, was auch immer. Wenn wir auf dem Bike sitzen, dann ist unser Kopf aus und es gibt nur uns und den Trail. In diesem Sinne, Leute, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wahnsinn! Aha. Wo meine volle Wandersmutter?